Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation durch die großen Arkana des Tarot. Und heute bei dieser Meditation schauen wir uns die Karte Nummer 18 an der großen Arkana. Ist auch so eine Karte, wo viele immer so nicht genau wissen, um was geht es denn dann. Das ist die Karte der Mond. Und grundsätzlich symbolisiert der Mond immer so eine gewisse Angstschwelle, die überschritten werden sollte. Wir haben da einen Hund und einen Wolf, die den Mond anbellen. Und der Hund, das ist so die Intuition, ist so quasi die gute Seite in dir. Und der Wolf ist so ein bisschen so das Kritische, der Intellekt in dir. Und zwischen Hund und Wolf taucht der Krebs aus dem Meer herauf, aus einem Fluss herauf. Und das ist eben so diese aufsteigende Intuition, die dann noch einmal aus der Tiefe rauskommt. Aber alles muss über eine Schwelle gehen. Es gehört, man muss wo rein, entweder in was Neues, und das macht dann oft Angst. Oder auch, wenn du jetzt unsicher bist, irgendwo drinnen steckst in emotionalen Themen oder selber blockiert bist, weil du eine Unsicherheit, eine Angst spürst, dann ist das die Meditation, wo wir schauen, wie geht man am besten durch diese Angst durch. Denn die Karte der Mond ist jetzt nicht die Auflösung der Angst oder ist die Karte, die sagt, hey, es ist völlig, du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Nein, die sagt einfach, schau dir an, welche Sorgen, welche Ängste sind berechtigt und geh durch diese durch. Und dann kommt schon wieder ein Neuanfang, dann kommt eine neue, frische Energie rein. Und jetzt schauen wir uns das mal an in dieser Reise, wie du am besten durch diese Ängste durchgehst. Und ich lade dich jetzt zuerst einmal ein, stimm dich mal ein. Denke einfach mal nach, welche Lebensbereiche bereiten dir denn Sorgen? Wo hast du denn Sorgen? Oder steckst du gerade jetzt auch an einer Schwelle zu einem Neuanfang und hast da Angst? Da geht es jetzt einfach nur darum, durch dieses Gefühl der Angst durchzugehen. Was bereitet dir jetzt Sorge? Wovor hast du jetzt Angst? Und geh einfach mal kurz in dich, schließ deine Augen und schau, dass du das möglichst konkret für dich definierst. Wovor hast du jetzt Angst? Was macht dir Sorge? Und durch diese Ängste, durch diese Unsicherheiten, durch diese Sorgen gilt es jetzt dann hindurchzugehen. Geh noch einmal tief rein bei dir und erlaube dir mal Klarheit und Ehrlichkeit. Das lassen wir jetzt gleich mal einfließen. Klarheit und Ehrlichkeit. Welche Angst, welche Sorge, was beschäftigt dich jetzt am meisten? Und nun sprechen wir mal die Einladung aus, durch diese Angst hindurchzugehen. Ich erlaube mir, meine Ängste und Sorgen nicht länger zu unterdrücken, sondern mutig und kraftvoll durch die Ängste hindurchzugehen. Und eine sehr gute Idee, wenn du durch Ängste hindurchgehen willst, ist immer so ein Worst-Case-Szenario. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wie würdest du mit dem Schlimmsten, was passieren kann, umgehen? Und das bedeutet einfach nur, wie gehe ich mit dem Schlimmsten um, was passieren kann, heißt einfach nur, die Energie fließt weiter. Vielleicht nicht so, wie du es dir jetzt im Moment vorstellen kannst oder wünschst, aber deine Energie fließt weiter. Und dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen auf einen Fluss, auf eine Bewegung, auf eine ständige Bewegung, denn Energie steht nicht still. Zu der lade ich dich ein. Also auch wenn jetzt Unsicherheit, wenn Angst in deinem Leben ist,
Schwing dich jetzt mal auf den Lebensfluss ein, auf die Energie, die fließt, die nach vorne geht. Etwas bewegt sich. Und ich erlaube mir jetzt, in diese Bewegung mit einzutauchen und durch jegliche belastenden Emotionen hindurchzugehen. Ich erlaube mir, in den Fluss des Lebens einzutauchen und durch jegliche belastenden Emotionen hindurchzugehen. Erlaube dir mal wahrzunehmen, dass es keinen Stillstand gibt. Genau dort, wo du glaubst, du steckst fest, geh genau dorthin, an dem Punkt, wo du feststeckst. Da komme ich nicht weiter, da stehe ich an, aus Angst, aus einer Trauer raus. Geh genau zu diesem Punkt. Und nun erlaube dir noch einmal, in den Fluss der Lebensenergie zu tauchen. Gerade bei den Anteilen, wo du das Gefühl hast, am allermeisten festzustecken, erlaube dir, den Fluss der Lebensenergie wahrzunehmen. Und vielleicht kommt dir das vor wie ein Felsen. Stell dir das mal vor. Du bist auf einem Boot unterwegs, einem Fluss entlang, und da ist ein Felsen. Und der Felsen bremst aber nicht den Fluss, sondern der Fluss fließt um diesen Felsen herum. Der Fluss fließt um diesen Felsen herum. Und der Felsen ist immer noch da, aber du bist schon viel, viel weiter gereist mit deinem Boot. Und nun schau mal, wie viele Felsen in deiner Vergangenheit liegen. Wie viele Klippen hast du schon umschifft? Die sind immer noch da, aber sie liegen in deiner Vergangenheit. Und genauso wie du in der Vergangenheit diese Energien umflossen hast, genauso wirst du es auch in der Zukunft tun. Und du bist auf diesem Fluss unterwegs. Es ist ein Weg. Und immer mehr und mehr spürst du, dass die Angst, die Unsicherheit fast so wie in einem blassen Mondschein, in einem blassen Mondlicht, dass diese Angst, diese Unsicherheit sich löst und langsam die Sonne aufgeht. Und diese Energie, spür mal diese Schwellenenergie zwischen der Nacht und dem Tag. Der Mond geht unter, die Sonne geht auf. Und du spürst, dass du durch diese Ängste hindurchgegangen bist. Du hast nicht alles gelöst, aber du hast umschifft, was umschifft gehört. Du bist über eine weitere Angstschwelle gegangen. Und nun nimm das Thema nochmal her, das du zu Beginn dieser Reise hattest, und spür dich mal rein. Und spür mal, dass sich dieses Thema gelöst hat. Jetzt atmest du nochmal tief ein und wieder aus, und du versprichst dir jetzt, nicht zurückzublicken.
nicht nochmal zu einem Felsen, zu einer Mauer zu fahren, sondern stetig nach vorne dich zu bewegen. Spür jetzt mal die Erlösung, die Freiheit, wie es sich anfühlt, aus dieser Angst rauszugehen. Und dann bedanke dich mal beim Leben, bei der Lebensenergie, bei deinen geistigen Helfern und Führern, die dich unterstützt haben. Und spüre, dass du absolut im Hier und Jetzt frei bist, frei von Angst und absolut im Fluss. Atme nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und dann spürst du dich wieder, spürst den Fluss der Energie durch dein System, bedankst dich, dass du durch deine Emotionen durchgegangen bist, streckst dich durch und öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich bei den Themen verändert? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Entweder hier auf YouTube oder auch mal live in Linz oder per Zoom bei einem Einzeltermin. Und bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Arani. Tschüss.